Oh, ist die niedlich. Die wichtigsten Orte habt ihr gesehen. Gibt es noch etwas Bestimmtes, das euch euer Interesse weckt? Ganz einfach gefragt. Was befindet sich noch hier in der Nähe? Also im Westen findet ihr die Himmelstrahlwerkstätte, in der die im Kampf gegen die Drachen unverzichtbaren Haubitzen und Ballisten gefertigt werden. In der gleichen Richtung liegen auch die Heiligenställe, die für die Dressur der Kampfschokobos verantwortlich sind. Kampfschokobos. Oh. Im Nordosten ist die Kongregation, Gott, der Tempelritter, ihr Hauptquartier, und im Südosten, also ich möchte euch mit Nachdruck davon abraten, dorthin zu gehen. Mhm. Was meint ihr damit? Wie soll ich mich ausdrücken? Es ist kein Ort für edle Leute, wie ihr es seid. Ich hätte sogar Sorge um eure Sicherheit. Was haben wir denn da? Ein sauber rausgestriegelten, wohlduftenden Adligen. Bist ihr wohl zu fein, mit einem aus der Gosse zu sprechen, was? Geschweige denn, einen Fuß in die Schwaden zu setzen. Oh je. Ich bitte um Entschuldigung, aber ein Adliger bin ich nicht. Ich sitze auf meiner Decke. Und eine Schuld zu sprechen habe ich auch nicht. Ich bin zu Besuch in Ischgard und versuche lediglich etwas über die Stadt zu lernen. Das gibst du nicht. Du willst etwas über Ischgard lernen? Das echte Ischgard? Dann hör mal her, Silberlocke. Das echte Ischgard findest du nicht auf den Prachtstraßen des Strebewerks. Das findest du in den Schenken, wie dem vergessenen Ritter in den Schwaden. Komm doch mal auf einen Becher Gletscherschnaps vorbei, wenn du den Mumm dazu hast und deine Abscheu überwinden kannst. Ha. Oh mein Gott. Wobei, Schnaps? Herr Alfino, ich bin untröstlich, ob dieses unglücklichen Zwischenfalls. Schenkt dem Geschwätz des Betrunkenen keine Beachtung. Der Pöbel weiß sich eben nicht zu benehmen. Eher bringt man einem altersstarrsinnigen Schokobo die päpstlichen Tischmanieren bei. Aber nicht doch, so schlimm war es doch gar nicht. Ich bin sogar versucht, dem guten Mann Glauben zu schenken. Um eine neue Umgebung kennenzulernen, muss man sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Erst dann ergibt sie ein Gesamtbild. Was meinst du? Sollen wir dieses Schenken mal einen Besuch abstatten? Klingt doch eigentlich ganz interessant. Der vergessene Ritter. Natürlich erwarte ich nicht, dass man uns sofort in den innersten Kreis der Stammgäste aufnimmt. Aber wer weiß, wo wir noch nicht etwas Nützliches in Erfahrung bringen könnten. Ich will in die große, weite Welt. Lasst mich endlich. Glaubt ja nicht, dass ihr ohne mich losziehen könnt. Komm natürlich mit. Ich will in die große, weite Welt. Mit neuer Waffe und neuer Rüstung. Vielleicht. Eventuell. So rein hypothetisch gesehen. Überhaupt richtig, ja. So, mal sehen, wann ich mich verlaufe. Sieh mal ein paar neue Gesichter. Wie Fundamentler seht ihr mir aber nicht aus. Seid ihr der Eigentümer dieses Etablissements? Mein Freund und ich sind zwar gerade erst in Ischgard angekommen, weil diese Schenke wurde uns bereits empfohlen. Also sind wir hier. Ist das... Ja, das ist meine Schenke. Gabrielion ist mein Name, wenn ihr es wissen müsst. Und dem durstigen Mann verwehre ich nie einen guten Schluck. Egal, woher er kommt. Also seid willkommen. Ich danke. Ich muss sagen, ihr führt ein seltsames Lokal. Diese Etage ist ganz anders als die untere und auch die Gäste sind nicht die gleichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das kann man so sagen. Oben bewirte ich Ritter, die von ihrer Wachtschicht kommen und andere unbescholtene Bürger.
Die untere Etage ist Teil der Schwaden. Und dementsprechend rustikal. Die meisten der Gäste unten bewirte ich kostenlos und manche übernachten sogar in den Räumlichkeiten. Sie haben ja nichts anderes, die Armen. Die Verzweiflung treibt anständige Leute zu den schlimmsten Taten. Also gebt auf euch Acht, solange ihr hier unten seid. Die Schwaden? Ja, in den Fundamenten Ischgards, die eiskalten Ausläufer des Wolkenmeers, ziehen sich hier je nach Wetterlage zusammen. Da haben die Schwaden ihren Namen. Mag romantisch klingen, aber dahinter verbirgt sich eine knallharte Realität, dass es sich bei den Schwaden um den armen Bezirk der Stadt handelt. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass die Stationen unseres Rundgangs sorgfältig ausgesucht waren. Die Armen der Stadt haben es doppelt schwer. Das hat sich bei dem letzten Angriff der Drachen mal wieder bestätigt. Während die Tempelritter des Papstes und die Privatarmeen der Adligen das Sterbewerk mit ihrem Leben verteidigten, mussten die Bewohner der Fundamente sehen, wo sie bleiben. Die Verluste sind dort immer ungleich, höher als im Sterbewerk. Strebewerk. Da wundert es nicht, wenn die Gemüter heiß laufen und Hass schwellt. Der Hass kann jeden treffen, auch Unbeteiligte, also seid vorsichtig. Vielen Dank für den Rat, wir werden vorsichtig sein. Verzeiht mir, Herr Alfino, aber habt ihr nicht genug gehört? Ich bitte euch inständig, lasst uns ins Stockwerk zurückkehren. Es ist ohnehin Zeit, den Rundgang zu beenden. Geht nur, ich bleibe hier und höre mich noch ein bisschen um. Eine einfache Lalafell-Dame wird man hier kein Haar krümmen. Um Alones Willen, das ist doch kein Platz für eine Dame. Oh, und das recht nicht allein. Du hast dich schon entschieden, nicht wahr, liebe Tataru? Du hast dich schon entschieden. Ja, ich werde leicht müde. Mir ist nicht entgangen, dass in dieser Schenke viele Händler und Boten ein- und ausgehen. Der ideale Ort also, um Informationen zu sammeln. Lasst mich nur machen. Das ist mein Spezialgebiet und ich möchte zeigen, was ich kann. Also gut, aber soll ich dir nicht besser daher zum Schutz da lassen? Wenn du wüsstest, wie viele Bettler und Hausierer ich schon an der Tür des Sonnenwinds und des Sonnensteins abgewimmelt habe. Meine Methoden waren nicht gerade zimperlich. Das kannst du mir glauben. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin ja auch noch da. Auf der unteren Etage kann es schon mal rau hergehen. Aber dass jemand Hand an eine Dame legt, das habe ich noch nie zugelassen. Dann ist es beschlossene Sache. Dario und ich kehren zurück zum Grafen. Tataru bleibt hier und hört sich noch ein bisschen um. Aber versprich mir, dass du dich sofort über die Kontaktperle meldest, wenn es etwas gibt. Versprochen. Ich will in die Freiheit. Ich will was platt machen. Ich möchte eine neue Rüstung und ich möchte eine neue Waffe und. Ja. Dann laufen wir da mal wieder zurück. Weg ist ja nicht so weit. Lernen wir die Stadt auch ein bisschen besser kennen. Die Musik ist so schön. Bin nur nicht sicher, ob ich in echt diesen Bogen hier hochkommen würde. Würde wahrscheinlich rückwärts wieder runterkullern. Ja, was denn, Mira? Das ist so. Ich würde einmal. Weißt du? Ich bin schon froh, wenn ich bei einer Treppe unten wieder sicher an. Also oben sicher ankomme. Es ist kein Wunder, wenn ich einmal so eine Rolle rückwärts mache. Würde mir genauso gehen. Oh, ja, ich und Treppen, ey, das ist so. Nee. Wir wären keine Freunde mehr. Wie war
Badarundgang. Sind die Türme und Kathedralen Ischgards nicht beeindruckend? Und der ist immer gut. Hoch ist schrecklich. Ja. Ist so. Genauso wie ein Berg hochgehen ist grauenvoll. Ein Berg runtergehen, ich find's total toll. Ah, nee. Bei meinem Freund ist es genau umgekehrt. Aber gut, der hat's auch mit dem Rücken. Das heißt, für ihn ist runter die totale Qual und hoch ist halt für ihn rückenschonender. Das heißt, er ist froh, wenn er hochgehen kann und sobald er runter geht, ächzt er. Ich mir dann auch mal denke, ja. Am liebsten einmal runterkullern lassen, aber das geht ja nicht. Das macht das Ganze nur noch schlimmer. Schöner als die Gedichte und Lieder ist zu schildern vermögen. Ischgard ist in der Tat faszinierend. Einerseits ist die tausendjährige Geschichte an jeder Ecke zum Greifen nah. Andererseits zeugen die Schäden in den Fundamenten von der Verwundbarkeit und Vergänglichkeit der stolzen Stadt. Und dann ist doch die Lösung einfach. Echt, Masaki? Ich sehe das. Ich sehe das. Man bleibt einfach im Bett liegen und steht nicht auf. Für meine Lösung. Du trägst ihn überall hoch und er schleppt sich überall runter. So. Oh Gott, ja. Aber dann habe ich einen kaputten Rücken. Wobei doch, kurz hochheben kann ich ihn. Er kann mich aber nicht hochheben. Ich bin zu schwer dafür. Also mein Freund kriege ich so ein Stückchen über den Boden. Er mich zwar ein bisschen mehr, aber dann macht es einmal Knack im Rücken. Dann ist der Rücken einfach gebrochen. Er kann ja nur noch so gehen. Ihr versteht es wirklich, eure Gedanken und schöne Worte zu hören. Ja, der letzte Angriff hat den Adelshäusern einen gehörigen Schock verpasst. Aber die Wucht des Angriffs musste die Bevölkerung tragen. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Emmerich ist gegenwärtig damit beschäftigt, die Verteidigung der Stadt zu verstärken. Aber auch wenn alle Adelshäuser zusammenarbeiten, fehlt es ihm immer noch an Ressourcen und Kämpfern. Wir haben jemand die Frau. Seid wieder für 100 Käse, was? Oh. Ah. Es war doch so lange Ruhe mit dem Hornhautkäse. Ah. Ah. Wenn es etwas gibt, bei dem wir uns nützlich machen können, so sagt es uns. Ja, ja, Mira, das ist eine ganz lustige Geschichte. Wir haben vor, oh Gott, einigen Monaten so ein, ja, Spiel gespielt und da musste ich halt, also das war so eine Art Strategiespiel, so ein kleines, eher für Kinder gemacht als für Erwachsene. Und ja, da habe ich mich halt darüber beklagt, dass man halt die ganze Zeit eigentlich nur Beeren oder Käse sammelt als Nahrungsmittel. Und dann kamen so Sachen wie Hornhautkäse oder, oh Gott, was war das noch? Hornhautbier, glaube ich, war das noch. Und noch einige andere ekelhafte Sachen. Also mein Mod, der, glaube ich, auch zeitgleich mit dem Voice war, der hat sich geschüttelt vor Ekel. Und gerade erst am, ich glaube, mit Montag war's. Schweißtrinken war's. Schweißtrinken und Hornhautbier. Schweißtrinken, ey. Und am Montag hatten wir dann so Themen wie, also ich kam da nicht drauf, das war dann im Chat, wo dann irgendjemand meinte so, ne, wenn man dann einen Pickel ausdrückt und es gibt ja diese härteren Stangen, dass man daraus dann quasi so Ohrenstäbchen macht und so. Und wir haben das dann immer weiter ausgesponnen. Und es war schon echt ekelhaft, das war echt grenzwertig. Da dachte ich auch nur so, lecker. Ich glaube, Tata war es. Tata hat uns darauf gebracht. Es wurde irgendwann, die Gespräche nahmen eine sehr, sehr, sehr seltsame Fahrt auf. Also das Niveau ist von Sekunde zu Sekunde tiefer gesunken. Meine Mods haben sie auch nur noch versteckt. Die fanden das echt ekelhaft. Leckeres Eiterpilz, ja, genau. Schön frisch gezapft. Oh.
Stimmt. Das war auch der Abend, wo Luna das Niveau gesucht hat. Es gab keins. Es gab echt keins mehr. Ach ja. Wenn es etwas gibt, bei dem wir uns nützlich machen können, so sagt es uns. Wir möchten uns gerne dafür erkenntlich zeigen, dass ihr uns in der Not geholfen habt. Alter Pilz. Boah. Hui, Deibel. Ich danke euch. Es fällt mir schwer, Gäste meines Hauses um einen Gefallen zu bitten, aber es ist wahr. Wir könnten jede Hilfe gebrauchen. Bier aus einem Stiefel trinken. Lecker Fußpilz. Oh, das ist die Musik schon wieder. Ich merk's. Es gibt etwas, um das ich euch bitten möchte. Ihr braucht es nur zu sagen. Oh Gott. Alfino, ihr seid weit gereist und habt Freunde, auch einflussreiche. In vielen Ländern. Ich möchte euch bitten, mich mit den Handelskontakten auszustatten, die mir einen geregelten Warenverkehr sichern. Denn Ressourcen sind rar in Coerthas. Gotthas. Gotthas, glaube ich. Und da ihr eure Stärke sucht, ihresgleichen in ganz Eorzea. Borgt mir einen Teil eurer Stärke und helft meinen Söhnen Arduil und Emanelein. Oh Gott, ich kann sie ja beide nicht aussprechen, es tut mir leid. Dabei ihre Aufträge zu erfüllen, die sie von der päpstlichen Kurie selbst erhalten haben. Ist das dein Ernst? Vater, vergebt mir, aber ich benötige keine Hilfe, schon gar nicht von Gästen unseres Hauses. Ich komme gut allein zurecht. Lass sie nur machen, Bruderherz. Man kann doch ein ehrlich gemeintes Hilfsangebot nicht einfach so ausschlagen. Besonders, wenn es von einer so legendären Abenteuerin stammt. Ich bin mal raus. Viel Spaß noch und gute Nacht. Gute Nacht, Mira, und vielen, vielen lieben Dank für alles heute. Und auch für deine Hilfe vorhin noch. Ich wünsche dir eine gute Nacht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht hört man sich ja am Freitag oder die Tage mal. Und dir auch eine gute Nacht, Dera. Wenn was ist, melde dich. Das mache ich. Euch beiden eine wundervolle gute Nacht. Und noch eine schöne Restwoche. Wie gesagt, vielleicht hört und stört man sich am Freitag. Da habe ich ja mal einen 24-Stunden-Stream. Gott, ich sterbe jetzt schon. Ich sterbe schon bei dem Gedanken an den 24-Jahres-Stream. Schweigt beide. Ihr solltet Aldaria etwas mehr Respekt zeigen. Ich bitte sie doch nicht, euch zu helfen, damit ihr euch auf eurem Allerwertesten ausruht. Ihr habt die Heldin vor euch, die den gefürchteten Gallus van Belsa zurückschlug. Die Heldin, die einen Primer je nach dem anderen in die Knie zwang. Ihr sollt sie nicht für euch arbeiten lassen. Ihr sollt etwas von ihr lernen. Arschkarte. Entschuldigt bitte die Unverfrorenheit meiner nichtsnutzigen Söhne. Setzt ihnen ihre achtlose Wortwahl nach. Ich würde ihnen. Würdet ihr ihnen bitte helfen? Ja, wenn es sein muss. Eure Güte steht eurer Stärke im Kampf nichts nach. Wenn meine Söhne doch nur einen Bruchteil eures Formats hätten. Auch nett. Weißt du, steht man direkt daneben und der Vater lässt es eigentlich so richtig überein. Und sagt einem erstmal, wie scheiße man eigentlich ist als eigener Sohn. Auch nett. So. Ach ja. Also Partner, wollen wir los? Die Pflicht ruft. Ach, ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Emanelaine, der zweitälteste Sohn im Haus der Fortons. Die Betonung liegt auf zweitältest. Mein Bruder wird die Ehre haben, eines Tages den Titel unseres Vaters zu übernehmen und die Geschäfte des Hauses fortzuführen.
Ja, mein Bruder. Ich weiß auch nicht wieso. Aber irgendwie stehe ich im Ruf, mich auf seinen Errungenschaften auszuruhen, selber nicht zum Wohlergehen des Hauses beizutragen. Aber das wird sich ja jetzt ändern, da du mir zur Seite gestellt wurdest. Ab wann kriege ich noch meine neue Rüstung? Ich durfte mir ja keine kaufen. Was soll mit einer Alleskönnerin wie dir denn schon schief gehen? Ich wette, du erledigst die mir auferlegten Aufgaben in Handumdrehen. Würdest dich freuen. Der Papst hat uns nämlich aufgetragen, den Alinat zu helfen. Wir wachen über den Appalachischen Wolkenmeer. Letzte Zeit laufen die Dinge für sie nicht so gut, aber unsere Familien sind gut befreundet. Ernsthaft? Ich bin. Wie komme ich jetzt schnell auf Stufe 60? Ist die nächste Frage. Jetzt sag nicht, Öko. Bitte sag nicht. Ich befürchte es. Ich befürchte gerade was ganz Schlimmes. Oh Gott. Die Anführung des Regiments des Hauses Alinat im Wolkenmeer ist, ach, wenn ich nur an sie denke, wird mir ganz anders. Unser Ziel im Wolkenmeer heißt Camp Wolkenwipfel. Ein Luftschiff wird uns dorthin bringen. Also auf zum Landeplatz. Ich bin Stufe 59. Ganz kurz vor Level 60. Da. Ganz, also, was heißt ganz knapp, aber. Nee, leider nicht. Also laut dem anderen Dufte ist es schon bewundernswert, dass ich bei Heavensward schon mit fast 60 reingekommen bin. Ich fand das jetzt bis dahin nicht so schwierig, aber wenn ich mit 60 erstmal meine Rüstung kriege, die ich aber jetzt schon gern hätte, dann würde ich gerne Stufe 60 werden. Eventuell. Heute? Noch? Ja, Kind der Dunkelheit. Juhu. Bei Indies laufen oder sowas. Könnte ich tun, ja, tatsächlich. Das ist nur schon wieder die Frage, was bringt am meisten? Ah, neue Baden braucht das Land. Haha, guck mal. Der Bogen sieht gut aus. Ja, oder? Aber so langsam hätte ich gerne einen neuen Bogen. Huch, da ist eine Pflanze vor. Wieder eine Pflanze vor. Ich habe hier auf jeden Fall eine Badenquelle. Ist das die letzte Quest? Wieder? Naja. Nein. Wunderschöner. Das ist die Klassenquest hier. Neue Baden braucht das Land. Dann würde ich einmal und wie tue ich das? Jetzt bin ich zwar schon weitergereist, aber wie tue ich das? Ich hinsehe, dass das Schleimspuren. Ja, das merke ich schon. Ah, okay. Aber ich kann die Klassenquest kann ich schon machen, oder? Okay. Wenn nicht, dass ich jetzt hier einmal umsonst hingerannt bin. Lauf mein Pferdchen, also fliegt mein Pferdchen. Blend.
Töchterchen. Ja, ich lese dich wieder nicht vor, ich weiß. Ja. Ich habe es zumindest schon mal. Das ist schon mal etwas. Ich wollte es nur annehmen. Erstmal. Ich will natürlich erstmal die neue Rüstung tragen. Dann können wollen tun. Oh. Nee, was tue ich denn jetzt hier schon wieder? Teleport. Das war noch nicht direkt, wo ich hin muss, aber passt schon. Und ungefähr. Wie lange dauert das zum Frei... Also, bis ich da bin, wo ich freischalten kann. Nur ungefähr. Ich muss es nicht genau wissen. So von der Zeit her, besser gesagt. Zeit grenzt es besser ein. Das ist schlimm, dann schaffe ich das auch mal hier bei meiner Frau. Oh Mann. Das bringt dir auch 4 Erfahrungspunkte. Bist du einfach weiterzumachen zum Level? Ja, wahrscheinlich. Aber ich kann dieses Ding hier nicht mehr sehen. Das da hinten. Ist das schon freigeschaltet? Nee, oder? Kundige galileische Ingenieur, den Eosäern den Himmel. Ja, Vogelwitz. Das Max-Level in Harrisford 60 ist, musst du fast ganz durchmachen. Ui. Sie erlaubte den Ischgarder Rittern, ihren Fuß selbst auf die in schwindelerregender Höhe schwebenden Inseln okay. zu setzen. Ja. Kann aber auch sein, dass ich eine halbe Stunde eher oder eine halbe Stunde später anfange. Je nachdem, wie ich am Freitag aufstehe. Ich will erstmal ausschlafen dann. Aber ich schätze mal so 10, 10.30 Uhr wird es anfangen. Und dann natürlich bis Samstag 10, 10.30 Uhr. Vielleicht auch länger. Schon mehr Vogel-Level hast du jetzt. Max Level in Harrisford 60 ist fast ganz was. Oh Gott. Aber kann ich mir nicht auch Ausrüstung vorher noch. Also kann ich mir Ausrüstung selber auch noch kaufen. Macht das Sinn? Ja, nein, vielleicht. Mm.
Dann lieber die. Aber dann muss ich. Dann muss ich ja so lange warten. Dann muss ich ja immer noch mit diesem Scheißding hier rumlaufen. Ich nicht wollen. Oh, ich habe mich so gefreut, mal anders auszusehen. Also, rüstungsmäßig. Jetzt eine Vorzeigsthema. Ja, natürlich. Ich will zumindest noch so ein bisschen in Heavensward rein schnuppern. Aber allzu lange mache ich auch nicht mehr. Tatsächlich. Ich bin gerade noch am hin und her gerissen, um das Level 60 zu machen. Mit ein paar Inis. Aber mal gucken. Jetzt Lux schlafen. Mach das! Und vielen lieben Dank, dass du nochmal reingeschaut hast. Mal reingeschaut hast. Schönes neues Emot. Ja, ne? Finde ich auch mega cool. Komm ich hier weg? Komm auch da runter, ne? Ist das richtig hier? Weiß es nicht. Aber geht schneller. Was ist das denn? Ich bin hier richtig. Ich weiß das doch nicht. Stimmt, ein guter Song von dir. Die Schließfächer. Oh Mann. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Voll schön hier. Ich habe ein bisschen unbekannten Ort betreten. Das ganze Mond. Ja, natürlich. Ich meine, zu den Sampfoten gehört doch auch das Katzenmount. Ist da logisch. Nein, lass mich. Du komische Gastritis. Ach nee, Gastornis. Ah. Ey. Mehr wie ein übergewichtiger... Hallo. Hallo. Das ist kein Hamster, das ist eine dicke Katze. Ja, jetzt kommst du wieder, oder was, ey? Du Kackvogel. Da! Willst du mich eigentlich komplett... Der Hamster hat die Katze gefressen. Okay, du hast echt Langeweile, oder? Geh doch einfach. Danke. Hast du eh wieder ständig ab. Achso, das muss ich einmal wieder. Dafür möchte ich dir danken, dass du dich so selbstlos für ihn eingesetzt hast. Sprich Bände über deinen Edelmut und auch die Tatsache, dass du heute hierher gekommen bist.
um dem Haus Adenard beizustehen. Die Freude, dich zu sehen, ist ganz meinerseits, liebe Leniat. Leniat? Du kannst aufatmen. Ich bin hier, um dir die Last deiner Sorgen von den Schultern zu nehmen. Oh, dich hatte ich ja noch gar nicht bemerkt. Kannst du dich noch einen Augenblick gedulden, ja? Wo waren wir? Ja, Kampfwolkenwipfel ist eine auf den schwebenden Inseln errichtete Beobachtungsposten, auf dem wir nach Drachenausschau halten. Wenn ein Angriff droht, bemannen wir die Protektor, ein neuartiges großes Luftschiff, das es uns erlaubt, die Drachen in ihrem Element der Luft in einen Kampf zu verwickeln. So lautet jedenfalls der Plan. Der Protektor leidet an Mängeln und ist nicht einsatzbereit. Außerdem haben wir Ärger mit der Vanu-Vanu, dem Willensstamm des Wolkenmeers. Es gibt also viel zu tun. Das kannst du getrost alles mir überlassen, liebe Leniet, wie auch immer. Das habe ich doch im Handumdrehen erledigt. Ich ist sozusagen also schon vom Tisch. Dank deinem Freund und Helfer, dem guten blablabla. Bla bla. Im Namen, den man nicht aussprechen kann. Ich bitte dich, Anton, steh mir bei. Kleinen Schritten kommt mal voran. Es gibt viel zu tun, aber zuerst muss ich etwas gegen diese Schwätzer unternehmen. Was hat sich der Graf schon dabei gedacht, uns diesen nicht so zu schicken? Ich habe keine Ahnung. Mir. Ich kriege diese ganzen kleinen Sachen einfach nicht weiter. Du hast die verantwortungsvolle Aufgabe, über das Wolkenmeer zu wachen. Du wurdest wach, das Wolkenmeer verdonnert, damit du eben nicht im Weg stehst. Was? Mach. Wo einfach. Hier nehme ich ja die Quest 3 von diesem Random. Echt? Ja, gut. Kann ich hier mit allem nichts anfangen. Im Moment, wenn man einfach in das neue Addon total überlevelt startet. Weißt du? Ich bin in jedem Spiel ausnahmslos. In jedem bin ich unterlevelt. Ich bin unterlevelt für gewöhnlich. Das ist mir schon bekannt gemacht. Ui. Oh. Die Erfahrung haben wir auch erst gemacht. An der Level schon overskillt. I hate my life. Ich hasse es. Wirklich. Ey, das ist so unfassbar. Dass mir das jemals im Leben passiert, ey. Unglaublich. Weißt du, und bevor ich überhaupt im letzten Addon, was jetzt gerade draußen bin, ne, habe ich wahrscheinlich schon Level 80 erreicht. Gott, warum bin ich bloß so viel Kast rumgelaufen? Bereue es zutiefst. Bereue es wirklich. War keine gute Idee. Und wie ich mich kenne, kaufe ich mir da trotzdem irgendwas vom Markt. Ich kenne mich.
es wird nicht jetzt sein, es wird auch nicht die nächste Woche sein. Aber es wird passieren. Ich denke, es ist zu wenig Geld. Nee, aus dem Shop habe ich mir bisher nur ein Pet geholt. Und was für meinen Faustkämpfer. Also ich habe noch nicht mal 100.000 ausgegeben. Noch nicht mal. Aber die Musik ist mega cool. Also allgemein. Jetzt Web ist cool. Gott, was ist das? Für funkelnde Waffen ausgegeben. Ja, ich hätte auch gern funkelnde Waffen. Ich hätte so gerne funkelnde Waffen. Aber ich nichts kaufen konnte. Nein! Das haben sie jetzt schon wieder hier gemacht. Boah, ich habe eine Katze gekillt. Ich bin ein Sparfuchs. War ich bis jetzt auch, bis ich gesehen habe, dass man an dieser Markttafel was kaufen konnte. Wobei ich auch da nicht viel Geld ausgegeben habe, wie gesagt. Es waren vielleicht... ja. 10.000? Überhaupt? Glaube ich. Könnte ungefähr hinkommen. Also nicht viel. Für ein Pad und... bisschen aus, ne? Ausrüstung. Für einen Faustkämpfer. Der übrigens auch noch weiter skillen muss. Mit dem würde ich hier bestimmt was kriegen. Man kann man eine Menge Geld lassen. Ja, ich hab's gemerkt. Dass man's könnte. Aber mir wurde ja von abgeraten, eine neue Rüstung zu kaufen. Ich habe noch nicht damit gerechnet, dass man dann so lange warten muss. Und du so viel weniger Geld hast als ich. Das weiß ich leider nicht. Kann ich leider nicht beantworten. Ich habe tatsächlich nichts gekauft. Zum See 4. Kann ich wenigstens wieder mit den Tieren springen. Ich hab doppelt so viel und hab jetzt später angefangen. Das war auch nur cool. Kann man denn komisch leveln? Also ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, warum ich so eigentlich so wenig habe. Ich finde das auch relativ wenig, aber... wie gesagt, ich habe nichts ausprobiert. Selbst die Tränke habe ich teilweise alle von Luna. Und ich habe mir zwischendurch von den normalen Händlern, also auf Stufe 20, 30, 40 war, da habe ich mir was von den Händlern gekauft. Aber nicht von dem Marketing. Von dem Marketing habe ich mir nur ein bisschen geholt. Löchchen.
Ja, war aber die falsche Klasse. So, Digga Katze. Okay, muss man das nicht verstehen. Nee, nee. Wahrscheinlich nicht. Es gibt so Sachen, die muss man echt nicht verstehen. Ah! Da lang. Also, also warte mal. Geht doch auch. Ja. Was ist so eigentlich sehr selten? Bist du jetzt bald mal. Lauf! Nicht das Viech. Gaston ist es gemeint zu mir. Der läuft einfach immer weg. Wo muss ich hin? So, wie gesagt, lange mache ich nicht mehr. Ich meine, mein Ziel für heute habe ich ja quasi erreicht. Ach Gott. Tschüss. Mir macht es irgendwie Angst, dass man hier drauf laufen kann. In echt würde ich da niemals hochgehen. So. Jetzt hier nehmen wir noch einmal an. Jo. Gut, dann laufen wir doch einmal noch runter. Denn. Ich meine, ich habe jetzt eh schon wieder 30 Minuten überzogen. Noch länger kann ich. Ich will nicht. Ich hasse es, wenn man am nächsten Tag früh aufstehen muss. Huch. So. Hin. Da.
Lauf. Wölfchen. Wölfchen läuft durch mich durch. Oh, okay, das ist da oben. Ob man einen dritten Schau oder so noch levelt. Das stimmt. Ja gut, ich habe bei den Fußkämpfer noch. Aber gerade erst angefangen. Stimmt. Ich wollte ja... Eins wollte ich noch machen. Bevor ich... aufhöre. Ich würde es zwar noch nicht großartig machen, aber ich würde es erstmal schon mal haben. Damit ich es mit drin habe. Wenn man gerade mal so von anderen Klassen redet. Ist so hier, oder? Ja, ist hier. Einmal hier hin. Wäre echt cool, wenn die Stadtprüfe hier wirklich überall stehen würden. Also auch in Ulda. So, ich wollte gerade sagen, warum komme ich da nicht mehr weg? Nope. Wie gesagt, ich würde es noch nicht jetzt machen, aber ich würde es schon mal quasi drin haben. Ich wollte ja mich einmal besuchen und Reila. Muss ich mit dir reden? Ja, sicher. Wir, außer die Tank-Klassen, die Tanks mache ich ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Ja. So. Nur das wollte ich einmal machen. Dass ich das schon mal mit drin habe. Aha. So. Sehr schön. Dann. Mich einmal kurz gucken. Ich werde nochmal gucken, ob ich überhaupt noch jemanden finde, der wach ist. Deswegen gucke ich gerade mal ganz kurz was nach. Was, wie, wer und wo. Am besten das hier. Okay. Mach ich das schon mal weit fertig. So, warte, dann gehen wir hier einmal kurz raus. Und wie gesagt, dann können wir... So, ja, muss ich dann ja noch annehmen. Aber nur, dass ich jetzt, wie gesagt, das hier schon in der Leiste dran habe. Dann würde ich sagen, Freitag...